Moin Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stecke heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Snowball 500 vor. Ja, dieser Mod wird uns zur Verfügung gestellt von Adams Kong und der Modder schreibt selber seine eigene Mod-Beschreibung, dass dieser Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Ihr und wir können uns alle das in unserem Mod herunterladen und nutzen. Mit Game würden wir uns über einen jeglichen Daumen nach oben freuen, wenn euch diese Modforschung gefallen. Auch Kommentare würden uns natürlich sehr freuen. Meist natürlich über die Glocke, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Mods mehr verpasst. Ist alles kostenlos, kostet euch kein Geld, nur ein Klick. Und dann hören wir uns halt öfters mal. ja, zu dem Snowball. Ist natürlich jetzt ein Schneefahrzeug, ne? Also, seht ihr hier. Ich habe extra so lange gespult, bis ihr in den Schnee liegt, damit wir es auch dann in der passenden Umgebung präsentieren können. Ja, texturtechnisch seht ihr. Ja, es ist okay. Ne, es ist jetzt nichts Wildes, aber halt auch nicht schlecht. Mal anderes Fahrzeug. Von innen seht ihr das. Ne, Beleuchtung ist da. Ne, ist animiert. Ja. Im Shop finden wir das Ganze. Ich gehe jetzt nur über diese Mods und DLCs. Ab den Snowball für 16.000. Und was da konfiguriert ist die Farbe in den meist LS22 standardtypischen Farben. Sonst habt ihr keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, wie gesagt, ich mache Musik aus, Sound an. Hat einen eigenen Sound, finde ich. Also, wir kommen jetzt nicht bekannt vor von irgendeinem anderen Fahrzeug, aber passt auf jeden Fall zum Fahrzeug. Ihr seht, Bremsbeleuchtung ist da, also jetzt ist normales Licht. Ne? Also Bremse ist da. Er hat normales, also Abblendlicht und Fernlicht. Das ist dieses Abblendlicht. Ganz normal einmal und wenn ihr das voll habt, dann natürlich auch Fernlicht. Ja, und dann, wenn man das fährt, er lässt sich wirklich gut fahren. Natürlich könnt ihr auch auf Straße fahren. Es muss jetzt nicht Schnee liegen, ihr könnt ihr auch rein theoretisch sagen, ich nutze im Hochsommer. Ich meine, ist zwar unrealistisch, aber ne, würde auch funktionieren. Ja, und sonst, wie man merkt, dass er halt ein bisschen Hinterradlenkung hat, das merkt man doch schon irgendwie. Auch die Kufen vorne gehen ja auch mit, wenn ihr lenkt. Ne, also das Ding fährt nicht starr oder so. Muss ich sagen, ist ganz witzig. Es macht auch immer Spaß zu fahren. Und gerade wenn wir so ein Fun oder wenn wir demnächst mal wieder Challenges machen, vielleicht kann man es dann mit einbauen, so als kleines Spaßobjekt oder halt für ein paar Sprünge. Weil ich bin natürlich, als ich mir einen passenden Fleck gesucht habe zum Vorstellen, um auch den Schnee zu zeigen, ne, man kann auch mal ganz gerne so einen Huckel mitnehmen. Das macht er ganz gerne, das stört ihn auch nicht. Und hat auch eine recht konstante Flugform. Ne? Natürlich könnt ihr auch durch Wasser fahren. Okay, das geht nicht. Ja, aber ihr seht, ist ganz witzig, ist ein Fun-Fahrzeug. Klar, könnte hat das jetzt erstmal nichts mit der Landwirtschaft zu tun, aber ich meine, so als kleinen Gag, wenn ihr hier die Ellengrad spielt, die Schweizer Map und Schnee liegt, macht bestimmt Spaß, damit mal ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Finde ich persönlich ein bisschen witzig, also macht immer noch Spaß. Ja, mehr kann ich euch zu dem Mod gar nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet, würde mich über jeden Kommentar freuen, ne? Haben wir ja schon gesagt. Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Mods mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.